Ich habe meine Meinung geändert. Ich helfe dir. Du hast doch keine Angst vor Geistern, oder? Ich und Angst vor Geistern? Nie im Leben, gute Frau. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mohnblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Klingt spaßig. Ich helfe dir. Das ist kein Spiel, Junge. Es ist bitter ernst. Drahomira war völlig verängstigt. Mit solchen Mächten ist nicht zu spaßen. Schon gut. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Drahomira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. Dann viel Glück. Kunhuta, die Kräuterfrau, schickt mich. Ich bin hier wegen des Geistes. Du siehst nicht aus, als wüsstest du irgendwas über Geister. Warum ist sie nicht selbst gekommen? Du bist doch viel zu jung. Weißt du überhaupt irgendwas über Austreibungen? Sie ist alt und leidet Schmerzen. Die Reise ist zu beschwerlich für sie. Ich weiß, was ich tue. Ich hoff's. Dann mach dich an die Arbeit. Ich muss noch einige Dinge wissen. Mir wäre es lieber, wenn du gleich anfängst, aber ich habe wohl keine Wahl. Frag nur. Wessen Geist erscheint dir? Sein Name war Alois und er hatte einen Hof bei Ledetschko. Vor einigen Jahren verbrannte sein Haus und er gleich mit. Ich hörte, wer so grausam stirbt, kehrt oft als rastloser Geist zurück. Warum sucht er ausgerechnet dich heim? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil wir Nachbarn waren. Sind zusammen aufgewachsen. Das ergibt wohl Sinn. Wo liegt Alois begraben? Für den Exorzismus brauche ich Blumen von seinem Grab. An der Mauer auf dem Sasauer Friedhof. Das Grab ist etwas überwuchert. Ich war einige Male dort. Als er mir zum ersten Mal erschien, ging ich hin, um zu beten, aber es half nichts. Er kam wieder. Was genau ist vorgefallen? Es passiert immer nachts. Ein Geist erscheint mir und lässt mich nicht schlafen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Dann führe um Himmels Willen endlich das Ritual durch. Gott schütze dich. Und jetzt zurück zu Drahomira. Bringen wir das hinter uns. Ah.
hier ist es. Ich sollte die Blumen pflücken. Ich habe die Räuchermischung. Können wir beginnen? Lass uns zum Kreuz im Schlafzimmer gehen. Also, worauf wartest du? Ich bin etwas überfordert. Das ist mein erstes Mal. Das sagst du mir jetzt? Was soll's, fang schon an. Du hast doch die Blumen. Also gut. Ich befehle dir, aus diesem Haus zu fahren, satanischer Geist. Was soll dieser Blödsinn? Alois war ein ehrbarer Christenmensch. Ich mach das schon, stör mich nicht. In nominate partis et filies et spirits etc. Im Namen Jesu Christi, fahr hinaus und kehre nie zurück. Im Namen des Heiligen Geistes, finde deinen Frieden im Königreich Gottes. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war am Anfang, so auch jetzt und allzeit und in Ewigkeit. O Herr, möge er ewige Ruhe finden und möge ewiges Licht seinen Weg erleuchten. Amen. Amen. Ich hoffe, ich kann endlich in Frieden schlafen. Komm morgen wieder, dann wissen wir, ob es gewirkt hat.
Nun, hat es geklappt? Ist der Geist fort? Aha, da bist du ja. Dein Glück, dass du von allein gekommen bist. Nein, nichts hat geklappt. Der Geist war da, wie immer. Und ich habe kein Auge zugetan. Heißt das, ich bekomme keine Belohnung? Ich bezahle dich für Ergebnisse, Junge, und bisher gibt es keine. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die Altweibergeschichten Unsinn sind. Geh zum Apotheker Konyasch in Ratai. Er kennt sich mit Magie aus. Hast du es mit Mohnsud versucht? Ich kann dir welchen brauen. Glaubst du wirklich, das habe ich nicht ausprobiert? Es hat nichts gebracht. Also gut, ich gehe zum Apotheker. Hoffentlich weiß er etwas, das gelingt. Weißt du etwas darüber, wie man rastlose Seelen los wird? Du meinst von Toten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wer fragt. Ich möchte nicht der Ketzerei bezichtigt werden. Ach komm schon, Konyasch. Du hast mir schon einmal geholfen, deshalb bitte ich dich abermals um einen Gefallen. Gut, du hast recht, Heinrich. Ich werde ehrlich sein. Ich interessiere mich für das Okkulte und die Alchemie. Das sind mehr als nur Altweibergeschichten. Ich halte es für Wissenschaft. Was brauchst du denn? Ich will einer Frau aus Ledetschko helfen. Der Geist ihres Nachbarn sucht sie nachts heim. Er sucht sie Nacht für Nacht heim. Was du nicht sagst. Wie interessant. Wiedergänger, Geisterwesen, verfluchte Seelen aus dem Totenreich? So ist es. In ihrem Haus spukt es. Oh ja. So würde es wohl ein Laie ausdrücken. Aber es gibt Zauber, mit denen man rastlose Seelen ins Reich der Toten zurückschicken kann. Genau das wollte ich hören. Kennst du diese Zauber? Nun, ich würde gern wenigstens einen davon kennen. Aber das einzige Buch, das sie lehrt, gehört leider zu den Libri Prohibiti. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zauber stehen in einem verbotenen Buch. Es ist auf Latein verfasst und wird im Kloster unter Verschluss gehalten. Es heißt Liber de Mortuis, Necronomicon. Musst du noch mehr wissen? Also, ist es vielleicht dieses Buch hier? Woher hast du... Wie? Nein, ich frage besser nicht. Genau das ist das Buch, das wir brauchen. Hier ist es. Wunderbar. Komm etwas später wieder. Ich muss jetzt den Zauber suchen. Ach richtig, hier, deine Belohnung. Genau.
Hast du es schon gelesen? Oh, Heinrich, welch großartiges Buch. Ich habe gefunden, wonach wir suchen, aber es wird nicht leicht. Der Zauber muss am Grab der Person gesprochen werden, die die Seele des Mannes davon abhält, Frieden zu finden. Und dabei muss etwas aus seinem Haus verbrannt werden. Ach, natürlich. Warum ist es nie etwas Einfaches? Sich mit den Toten abzugeben, ist eben eine komplexe Angelegenheit. Stell der Frau weitere Fragen. Sobald du weißt, was du wissen musst, hol etwas aus seinem Haus und finde das Grab der Person, die seine Seele davon abhält, Frieden zu finden. Dann komm zu mir zurück, damit wir den Geist gemeinsam verbannen können. Jesus! Und ich dachte, die Lebenden seien kompliziert. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Letzte Nacht konnte ich gar nicht schlafen. Ich lag im Bett und wartete auf seine Ankunft. Und ist er aufgetaucht? Lange Zeit ist gar nichts passiert. Aber am Morgen wurde der Raum plötzlich kalt wie ein Grab. Mein armes Herz hörte fast auf zu schlagen, als ich eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich fiel auf die Knie und bat die heilige Maria um Beistand. Wann hört das endlich auf? Du musst dich beeilen. Wenn das so weitergeht, werde ich noch verrückt. Für den Zauber muss ich etwas aus dem Haus beschaffen, in dem der Geist lebte. Wo wohnte Alois? Nördlich von hier, links ab von der Straße aus Dedetschko. Aber dort gibt es nicht mehr viel außer Asche und Unkraut. Der Hof brannte ganz und gar nieder und Alois war noch drin. Oh, welch furchtbare Art zu sterben. Um ihn loszuwerden, müssen wir am Grab der Person einen Zauber wirken, die ihn davon abhält, in Frieden zu ruhen. Aber wer mag diese Person sein? Du hast nicht zufällig schon eine Grabstelle für dich selbst bestimmt, oder? Nein, Heinrich, ich habe dir nicht alles gesagt. Ich bin nicht die, mit der er noch eine Rechnung offen hat. Wer dann? Du solltest mir die ganze Wahrheit erzählen. Alois hatte eine Frau. Sie hieß Lara und war ein wahrhaft zänkisches Weib. Von morgens bis abends keifte sie ihn an. Er hatte nicht einen Tag Freude mit ihr. Sie haben sich gezankt wie die Kesselflicker, bis Lara eines Tages eine Laterne nahm und das Haus niederbrannte. Alois war noch drin. Furchtbar. Erzähl weiter. Als Alois tot war, verlor Lara den Verstand. Tagelang irrte sie in den Wäldern von Thalmberg umher, bis man eines Tages ihre Leiche fand. Ihr Haar war ausgerissen und das Gesicht von den eigenen Fingernägeln völlig zerkratzt. Sie begruben sie dort, wo sie gefunden wurde. Wo das war, weiß ich nicht. Ich höre mich um. Mehr muss ich nicht wissen. Ich werde jetzt losgehen.
Ich hörte, in den Wäldern soll irgendwo ein Grab sein. Weißt du, wo ich es finde? Du meinst das Grab der Verrückten? Die Leute sagen, ihr Geist wandle rastlos durch den Wald. Du findest ihr Grab, wenn du hoch in die Wälder und vom Fluss aus etwas nach rechts gehst. Ist bei Tag schon schwer zu finden. Bei Nacht verirrst du dich bestimmt. Danke. Ich werde es schon finden. Ich an deiner Stelle würde es sein lassen. Das ist kein guter Ort. Auf bald! Ah, das muss es sein. Lass sie in Frieden ruhen, o Herr. Bist du ja. Komm mit. Grüß dich. Mach's gut. Beginne mit dem Exorzismus, damit wir schlafen gehen können. Siana Kanpa. Sikia Kanpa, Palubara, Namtabara, Ashakbara, Gigimbara, Siana Kanpa, Sikia Kanpa, Galubara, Namtabara. Was ist das? Mach weiter. Lass dich nicht unterbrechen. Ich denke, das reicht. Der Geist ist sicher schon gebannt. Lass uns hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres auftaucht. Geh morgen zur Frau und finde heraus, ob es geholfen hat. Ich gehe lieber. Danke für deine Hilfe. Gute Gesundheit. Wir haben den Zauber an Laras Grab gewirkt. Es war wirklich gruselig. Maria, Mutter Gottes, und es hat nichts gebracht. Was? Willst du mir sagen, es war alles umsonst? Nur noch der Herr kann mich jetzt erretten. Ich brauche einen Pfarrer. Warum bist du nicht gleich zu ihm gegangen? Was soll er denn von mir denken? Um Geister kümmern sich schon immer die Kräuterfrauen. Aber nun bleibt mir keine Wahl. Frag ihn, was ich tun soll. Also gut, ich gehe hin. Aber das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Hab Dank. Hier ein paar Groschen für deine bisherigen Dienste. Du bekommst mehr, wenn der Geist fort ist.
Gott schütze dich. Gott sei mit dir. Es gibt eine Witwe, die von einem Geist heimgesucht wird. Kann man da etwas tun? Ein Wiedergänger? Erzähl mir mehr. Sie wird seit mehreren Nächten von ihrem lange verstorbenen Nachbarn heimgesucht. Sie hat versucht, ihn zu verjagen, aber weder Gebete noch Zauber zeigen Wirkung. Deshalb sucht sie nun bei dir Hilfe, Vater. Es steht geschrieben, dass die Toten erst am Tag des jüngsten Gerichts wiederkehren werden. Ich glaube eher, dass der Witwe etwas auf der Seele liegt, das sie nicht schlafen lässt. Weißt du, was es sein könnte? Sie sagt, es sei der Geist von Alois, einem Bauern, dessen Frau ihn und ihr Haus verbrannt hat. Oh. Das würde wohl in der Tat keinen Geist ruhen lassen. Aber ich glaube dennoch, dass etwas anderes die Witwe in der Nacht wach hält. Ein Bauer, ein eifersüchtiges Weib. Befrag doch mal die Witwe dazu. Mein Gott! Darauf bin ich nicht gekommen! Du kennst die Menschen schlecht. Lass dir alles erzählen, du wirst sehen. Um mit Gott und dem Verstorbenen ins Reine zu kommen, soll sie ein Sühnekreuz errichten. Ein was? Du fragst, als wärst du ein ahnungsloser Heide. Ein Sühnekreuz. Man sieht sie oft am Straßenrand. Es sind Mahnmale für Aussöhnung und vergebene Sünden. Schlag es der Witwe vor und sieh, wie sie reagiert. Oh. Hab Dank für deinen Rat. Er war sehr hilfreich. Ich werde für die arme Frau beten. Im Gegenzug wäre ich ihr sehr dankbar, wenn sie eine Spende für die Kirche erübrigen könnte. Mach's gut. Gute Gesundheit. Ich war beim Pfarrer. Und was hat er gesagt? Wird er kommen und mein Haus mit Weihwasser reinigen? Er hat sich gefragt, ob du mir die ganze Wahrheit gesagt hast. Ich habe dir schon alles gesagt. Ich bin mir sicher, du hast mir nicht alles gesagt. Lief da etwas zwischen dir und Alois? Also gut, es bringt ja doch nichts. Ich war verwitwet und Lara nicht die Art von Frau, die ihrem Mann Freude bereitet. Alois und ich, wir kamen uns näher. Also Unzucht? Wenn du es so nennen willst. Hin und wieder fanden wir Trost in den Armen des anderen. Lara fand es heraus und regte sich auf. Sie zankten sich. Den Rest kennst du. Du hättest nicht wissen können, dass es so endet. Vielleicht nicht, aber ich mache mir trotzdem Vorwürfe.
Ich lebe schon seit Jahren mit dieser Schuld. Aber nun hat sie mich endgültig eingeholt. Mein armer Alois und die Kinder, die er zurückließ. Ich nehme an, seine Kinder wissen nichts davon. Sie sind jetzt erwachsen, aber du hast recht. Sie wissen nichts. Glaubst du, es würde helfen, ihnen alles zu beichten? Vielleicht würde Alois dann seinen Frieden finden und mich in Ruhe lassen. Du bist auf dem rechten Weg. Sag ihnen die Wahrheit, bereue deine Sünden und errichte ein Sühnekreuz. Du hast recht. Ich werde es ihnen sagen, auch wenn sie mich danach hassen werden. Ich will nur endlich wieder gut schlafen. Hier ist etwas Geld. Geh zum Steinbruch und gib ein Kreuz in Auftrag. Also gut. Ich danke dir sehr. Mach's gut. Gott schütze dich. Ich möchte ein Sühnekreuz errichten lassen. Wie viel kostet das? 10 Groschen. Wir haben sogar eins vorrätig. Wenn du gleich zahlst, können wir es sofort aufstellen, wo du willst. Hier, bitte. Alles Gute. Was meinst du? Wird er wiederkommen? Nein, davon gehe ich nicht aus. Oh, ich fühle mich so leicht, als könnte ich davon schweben. Endlich habe ich meinen Frieden. Tja, also nach meinem bin ich noch auf der Suche. Mit der Vergangenheit abzuschließen ist nicht leicht, aber das weißt du ja besser. Hier ist ein Ring, den mein Ehemann mir hinterließ. Ich weiß nicht, woher er ihn hatte, aber er könnte vielleicht was wert sein. Nimm ihn als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe gern geholfen. Hab Dank und Gott sei mit dir. Mit dir auch. Ich hoffe, dass du endlich wieder ruhig schlafen kannst.